Große Neuigkeiten aus der Promi-Welt. Elena Ulich, 48, die wir aus Filmen wie Die Wanderhure kennen, hat endlich ihr Liebesglück gefunden. Seit 2006 ist sie mit dem Österreicher Fritz Karl, 55, zusammen, und sie haben zusammen 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter. Trotz fehlender Hochzeit schien ihre Beziehung stark und glücklich zu sein. Doch jetzt gibt es eine überraschende Wendung: Elena und Karl haben sich verlobt. Diese Neuigkeit wurde kürzlich von der Zeitschrift Bunte veröffentlicht. In einem Interview bestätigt die Schauspielerin die Verlobung und verrät, dass nach 16 Jahren Beziehung Karl endlich den großen Schritt gewagt hat und um ihre Hand angehalten hat. Details zur Verlobung sind noch spärlich, aber es soll ein besonderes Fest werden, so viel steht fest. Für Karl ist es übrigens nicht seine erste Ehe, er bringt bereits 3 Kinder mit in die Beziehung. Elena hat in der Vergangenheit einige gesundheitliche Herausforderungen gemeistert, darunter Schmerzen und eine Operation. Doch sie hat sich zurückgekämpft und auch ihre Ernährung umgestellt, um sich besser zu fühlen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie mit ihrer Stärke und Entschlossenheit Hindernisse überwindet. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Neuigkeit haltet, und gratulieren wir Elena und Karl zur Verlobung.